Wollen wir damit anfangen? Das ist doch vielleicht ganz witzig mit dem Jagdfilm. Da können wir noch mal drüber reden. Ich habe ja gesagt, mit Vollmond spricht man nicht. Okay, wir haben schon über die Jagd gesprochen. Wir haben ein Video gemacht, wir haben uns ein Video angeschaut, wir haben das ein bisschen diskutiert, wir haben festgestellt, dass das Thema extrem komplex ist. Das war Teil 1. Dann solltet ihr am besten meinen Jagdfilm gucken, weil das gibt euch nochmal einen ganz anderen Überblick. Das haben jetzt einige getan. Und jetzt machen wir Teil 2 vom Video, wo wir mal darüber sprechen. Wichtig ist, man muss natürlich erstmal sagen, wo, weil die Frage kam tatsächlich oft, wo finde ich denn den Jagdfilm? Also auf TV Now könnt ihr den gucken. Da heißt Mission Erde, Spezial Jagdfieber in Deutschland. Lief am 12.10. um 22:15 Uhr das erste Mal. Und das Thema Jagd wird in Deutschland kontrovers diskutiert. Um sich selbst ein Bild zu machen, reist Tierfotograf Robert Marc Lehmann quer durch Deutschland. Dabei lässt er sich von Berufsjägern in die Grundlagen einweihen. Aber noch so viel mehr. Guck mal, hier unten sind noch andere Filme von mir. Abenteuer Extrem, dem Fuchshai auf der Spur. Wirklich eine schöne Kachel, vielen Dank TV Now. Da macht das richtig Lust, drauf zu klicken. Nicht. Geht euch das genauso wie mir, ne? Wenn man auf Netflix ist oder so, klickt man immer nur auf die Sachen, die cool aussehen und eine gut gemachte Kachel. Hier würde ich sagen, wurde auf ganzer Länge härtestens versagt. Ist aber ein richtig geiler Film. Na gut, da findet ihr das auf jeden Fall. Schaut euch den Jagdfilm an. Und danach wäre es gut, wenn man dann hier in den Chat geht. Weil jetzt ist es quasi, oh, ich kann ja meinen Chat auch einblenden, gell? Kommt rein, geil. Und jetzt können wir so ein bisschen über den Jagdfilm sprechen. Weil es ist ein Thema, darüber muss natürlich gesprochen werden. Das ist ganz klar. Nicht einfach. So. Q&A zum Jagdfilm. Das ist das Hinterher-Video. Wer hat ihn gesehen? Meine Eins in den Chat. Das würde mich mal interessieren. Ballert mal durch, wer den bis jetzt schon gesehen hat. Ich habe jetzt gerade 3000 und Zuschauer. Haut mal eine Eins rein, ob jemand dabei ist, der ihn gesehen hat. Das ist natürlich immer gut, wenn man mit Leuten spricht, die auch wissen, worüber man redet. Oh wow, echt krass. Habt ihr alle gesehen? Nicht schlecht, okay. Ich kann ja vielleicht erstmal anfangen, was so die Nachrichten auf Instagram als Feedback waren. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also, erstmal vielleicht von der Jägerschaft würde ich sagen, 99% der Jäger haben mir geschrieben, also nicht 99% der Jäger in Deutschland, sondern die Nachrichten, wo es offensichtlich ein Jäger war, ich habe das so ein bisschen quer gelesen, waren ja tausende Nachrichten, ich habe auch viel gelöscht, weil du das gar nicht lesen kannst, 99% der Nachrichten von den Jägern waren positiv und haben gesagt, ey krass, okay, hätte ich nicht gedacht, dass du als Tierschützer da so objektiv und reflektiert reingehst und das so darstellst, da haben sich viele bedankt, das war gut. Eine Jägerschaftsgruppe, das fand ich ganz lustig, da kamen ein paar böse E-Mails rein, irgendeine Jagdgruppe, Harry and Friends, was weiß ich, habe ich vergessen, hat die sofortige Herausgabe meines Jagdscheins gefordert. Da kann ich nur sagen, dann schickt mir die Adresse, soll ich meine Waffen auch gleich mit abgeben? Jetzt ist es raus. Ich besitze einen Jagdschein. So ist es. Ich habe tatsächlich im Rahmen des Jagdfilms meinen Jagdschein gemacht. So. Na gut, okay, pass auf. So, das waren die Nachrichten der Jägerschaft. Das war alles cool. Oder bis auf einige wenige Ausnahmen. Natürlich schreiben dann auch Jäger, warum hast du nicht darüber gesprochen? Das ist ja super wichtig. Invasive Arten, Fallenjagd da, dies, das, Bums, aus, Ende. Ja, ich habe auch nicht über Ozeanplastik gesprochen oder den Klimawandel. Weil du natürlich nicht in 90 Minuten alles abbilden kannst, was sich jeder natürlich wünscht. Und jeder wünscht sich auch einen anderen Film. Jeder sieht auch einen anderen Film, ne? Also nicht, wenn das jetzt 1 Million Menschen sehen, sieht nicht jeder den gleichen Film, sondern jeder sieht das, was er sehen möchte. Das ist auch immer ganz wichtig. Das war erstmal okay, wie gesagt, bis auf ein paar böse Nachrichten. Anyway, die Liga der Tierschützer, ich würde jetzt mal das zusammenfassen, Tierschützer, Tierrechtler, Veganer und so weiter, da war das von bis sehr, sehr divers. Also ein paar Leute haben geschrieben, hey, ich bin radikaler Veganer oder radikaler Tierrechtler. Krass, du hast mit dem Film eine neue Sichtweise bei mir eröffnet, dass ja vielleicht doch nicht alle Jäger super krasse Mörder sind und alles scheiße ist, was mit der Jagd zu tun hat. Aber im Umkehrschluss gab es auch andere Nachrichten, die gesagt haben, Robert, ich bin super enttäuscht von dir. Wie kannst du nur ein Tier töten und wie kannst du nur Fleisch öffentlich essen? Also erstmal, ich, ja, habe noch nie ein Säugetier erschossen oder getötet. Halt, stopp, getötet schon. Ich habe mal ein Kaninchen
was vor mir jemand überfahren hat mit der Submaris-Pritsche. Also das, der hat das überfahren und das zappelte und war dem Tod geweiht. Und dann bin ich mit der Pritsche, also einem großen Sprinter, drüber gefahren und habe das Kaninchen quasi so erlöst, würde ich mal sagen. Das ist das einzige Säugetier, was ich in meinem Leben selbst getötet habe. Ich habe natürlich extrem viel töten lassen, früher, als ich noch Fleisch gegessen habe. Ne? Ein Hai? Ja, ein Hai. Ach so, ah. Ja, ist aber kein Säugetier. Wir sprechen hier über Säugetiere. Ganz wichtiger Unterschied. Dann wurde mir natürlich vorgeworfen, also nochmal, ich habe noch nie ein Tier erschossen. Punkt. Da möchten wir mal, weil mir vorgeworfen wurde, ich sei ein Mörder und kein Tierschützer mehr und so weiter. Genau, ihr schreibt es hier schon, irgendwer fühlt sich immer vernachlässigt, das ist ja klar. Ansonsten waren einige Veganer enttäuscht, wie gesagt, weil ich öffentlich Fleisch gegessen habe. Gut, da kann man enttäuscht sein. Einige Menschen waren enttäuscht und wollen den Merch zurückgeben, weil sie sich mit Mission Erde nicht mehr identifizieren können. Von bis, da war alles Mögliche. Das war sehr durchwachsen von bis. Und wo ich aber dann ganz klar einmal sagen muss, naja, der journalistische Anspruch ist ja, mit allen zu reden. Von Menschen, die ich vielleicht erstmal vorverurteile, bis zum Tierschützer, die mich unterstützen und so weiter. Da ist ja alles Mögliche dabei, ne? Also ich finde es immer gut, mit allen zu reden, um ein möglichst breites Bild zu bekommen. Und natürlich ist ein Jagdfilm kein Tierschutzfilm. Der Tierschutzfilm, der kommt nächste Woche am Mittwoch. Den könnt ihr dann auch hier auf der TV Now Seite bestimmt finden. Also nicht bestimmt, der wird da garantiert sein. Das ist ein reiner Tierschutzfilm. Da kriege ich dann hoffentlich auch keine Hassnachrichten. Das ist ein Film über eins meiner wichtigsten Tiere, das Sumatra Rhino. Da kann eigentlich keiner mehr irgendwas schlecht dran finden. Aber natürlich, ein Jagdfilm ist kontrovers. Dann haben sich die Tierschützer angegriffen gefühlt, weil zu wenig Tierschutz im Film war, wo ich sage, ja, es war ja auch ein Jagdfilm. Aber ich wusste das ja schon vorher mit den ganzen Nachrichten. Man kann es auf gar keinen Fall allen recht machen. Und ich wusste, dass die Kommentare zu diesem Film, egal was ich tue, dass da viel Shit dabei sein wird. Und so war es natürlich auch. Aber es war noch im Rahmen. Eine Sache, die ich sagen muss, die geht gar nicht. Es waren auch zwei, drei sehr harte Drohungen dabei. Und einige der Protagonisten, die ich in dem Film interviewt habe, wie die Hunter Brothers zum Beispiel, haben hinterher einige Morddrohungen erhalten. Ich habe dann auch, habe sie auch angerufen und habe mich dafür entschuldigt, weil das ist natürlich nicht in meinem Sinne. Leute, egal welche Einstellung, und ich habe das in... Heute hat doch der Max ein Video hochgeladen, dass mir das ganz wichtig ist, dass man niemals eine Morddrohung ausspricht oder allgemein eine Drohung gegen einen Menschen, weil da wird man immer verlieren. Also es ist so, dass wenn man eine Morddrohung ausspricht, dass mit Gefängnisstrafe bedroht werden kann in Deutschland, was auch völlig korrekt ist. Ihr werdet angezeigt, auch wenn das unter anonymem Namen stattfindet. Man kann die Plattform anschreiben und die sind anwaltlich verpflichtet, den Klarnamen rauszugeben. Das wird polizeilich verfolgt, das geht an Anwalt. Ihr werdet einfach verlieren. Man verliert immer, wenn man eine Morddrohung ausspricht. Außerdem gehört sich das einfach nicht. So, und das wollte ich einfach nur mal sagen. Egal welchen Disput man hat, und auch die Hunter Brothers sind keine schlechten Menschen, das gehört sich einfach nicht. Immer friedlich miteinander diskutieren. Ja? Okay. Ihr schreibt es ja auch schon, sehr schwach, solche Drohungen auszusprechen. Das finde ich gut. Und Alexandra, ich fand es gut, wie neutral du da reingegangen bist. War wirklich interessant. Das war auch mein Versuch. Ich wollte, obwohl ich einige Sachen natürlich nicht gut finde oder andere Sachen gerne mehr gezeigt hätte, wollte ich möglichst neutral an die Sache herangehen. Und das habe ich versucht. Mehr kann ich ja nicht machen. So. Okay, das waren so die Nachrichten dazu. Ich muss noch mal ganz kurz überlegen, ob ich noch welche vergessen habe. Von bis. Es war eigentlich alles dabei, aber grundsätzlich fanden eigentlich auch viele Menschen den Film gut, weil ich eben versucht habe, neutral ranzugehen. So. Und natürlich kann man niemals alle Aspekte abbilden, aber dafür machen wir jetzt diese Reihe auf YouTube zum Thema Jagd, dass wir einfach uns näher mit dieser Thematik beschäftigen, wir alle Fragen stellen, in verschiedene Bereiche reingucken. Wir rufen vielleicht auch nochmal jemanden an, wo er sagt, das ist vielleicht zu kurz gekommen in einem 90-minütigen Film. Und ich habe es im letzten Video ja schon gesagt, wenn ich einen Film über das Jagen machen würde, der wäre 4 Tage lang. Nur dann könnte man vielleicht zu einem Fazit kommen. Okay? Okay, komm, wir gehen mal in so ein paar Q&A-Sachen jetzt nach dem Jagdfilm rein. Ihr habt es gesehen. Und wir gucken mal, ob hier was dabei ist. Als Veganer, super Film. Ich wünschte mir nur, dass man die Tiere umsiedeln könnte. Ah, Michael, du sprichst also an, wenn zum Beispiel Tiere irgendwo in einem Gebiet zu viel werden, man muss sie dezimieren mit der Jagd, man könnte sie umsiedeln. Ja, wohin? Das ist eben das große Problem, dass in Deutschland kaum Wildnis vorherrscht oder man die Tiere auch schlecht umsiedeln kann. Was hältst du davon, die Hobbyjagd zu verbieten? Es hat inzwischen etliche schwarze Schafe, leider der Unterschied zwischen Kaninchen und Hase.
Da ist der Unterschied zwischen Kaninchen und Hase nicht bekannt. Naja, das ist genau wie bei jedem Aquaristen, der die zwei Fuchsgesichterarten nicht auseinanderhalten kann. Gibt es ja auch solche Spezialisten. Das gibt es überall, ne? Dass Leute sich nicht richtig auskennen und dann Dinge verwechseln und so weiter. Schwarze Schafe gibt es überall. Ich würde das nicht immer so auf die Jagd vermünzen, dass da super viele schwarze Schafe unterwegs sind. Also die Leute, die ich kennengelernt habe, waren okay. Klar habe ich auch Menschen kennengelernt, wo ich sage, damit bin ich persönlich nicht okay. Aber das gibt es auch bei TV-Sendern, das gibt es im Klamottengeschäft, das gibt es unter Anglern, Aquarianern, Zoo-Enthusiasten, Wildtierfotografen, Tauchern, von bis. Da ist ja, jede Szene hat Idioten und tolle Leute, von bis. Gemeine Frage, okay, ich liebe gemeine Fragen, mache ich ja auch. Wie kannst du eigentlich noch Wildfleisch essen, wenn du selbst kein Wild schießen könntest? Also ich bin ja dann einer der Menschen zum Mord beauftragt. Ich würde euch übrigens nochmal empfehlen, auch das, die Definition von Mord zu googeln. Ich habe ja schon immer gesagt, ne, ich versuche so vegan wie möglich zu leben, also um möglichst kein Tierleid zu verursachen. Und wenn ich einmal im Jahr ein Stück Rehrücken oder Schweinerücken angeboten bekomme von einem Jäger, der das selbst erlegt hat, würde ich das mitessen. Punkt. Würde. Heißt nicht, dass ich das jeden Tag tue. Heißt nicht, dass ich das in den letzten anderthalb Jahren getan habe. Der Dreh mit Alena, wo ich diesen Schweinerücken gegessen habe, der ist, ich würde sagen, anderthalb Jahre her, oder? Müsste jetzt Alena mal kommentieren. Oder mindestens ein Jahr, seitdem kein Stück Wild gegessen. Ja? Nur mal, dass ihr das einordnen könnt, in welcher Masse das stattfindet bei mir. Ach so, dann kann ich noch mal was zum Film sagen vielleicht. Ich war noch an viel mehr Drehorten, wir haben noch viel mehr Leute interviewt, Kolokoscher Jagdverband, ich war in Wildtierparks unterwegs und so weiter, von bis. Das hat es alles gar nicht in den Film geschafft und da gab es noch ganz andere Gespräche, aber wie gesagt, ein Film hat auch nur 90 Minuten. Was ist mit Kastration bzw. Sterilisation, wenn es zu viele Tiere werden? Es gibt von einigen Wildtieren in Deutschland, wenn man das so definieren möchte, zu viele Tiere, wie willst du ein Schweine kastrieren? Und dann wieder freilassen, oh, das ist, glaube ich, unpraktikabel, zu teuer und einfach zu schwierig. Atevi, ich finde, du solltest dich dafür auch gar nicht rechtfertigen müssen. Ja, jein, ich bin ja schon ein Mensch, der viel austeilt, der natürlich auch selber kritisiert werden darf, 100%. Und gerade wenn ich Leute dazu inspiriere, Veganer zu sein, und übrigens, das fand ich auch geil, es haben ganz viele Leute geschrieben nach dem Film, hey, das bestärkt mich wieder darin, vegan zu leben oder kein Fleisch mehr zu essen. Und das finde ich eine super Entwicklung. Das sagen die Jäger ja auch. Die Jäger sagen ja gar nicht, man muss Fleisch essen. Die Jäger sagen, hört mal auf, diesen konventionellen Scheißdreck zu essen, wo die Tiere zu Tode gequält werden. Das ist etwas anderes, ne? Das 1,29 Aldi-Steak oder so. Von daher kann ich schon was dazu sagen. Und ich finde, je weniger Fleisch, desto besser. Ich für mich selbst finde es verzeihlicher, Wildschwein zu essen, als ein zusammengepferchtes Mastschwein. Miriam, da stimme ich dir absolut zu. Ich habe schon seit Jahren keine Schweineprodukte mehr gegessen. Das ist für mich unacceptable, ne? Und geht einfach gar nicht. Nina, fand es schwer zu schauen, aber dennoch super wichtig zur Aufklärung. Dennoch, diese Fallen im Wald machen mich immer noch wütend. Mich auch. Aber auch da, Fallenjagd ist so komplex, dass wir uns hier 3 Stunden nur über Fallenjagd unterhalten können. Wir werden das bestimmt nochmal machen. Ich könnte nochmal einen Jäger anrufen, dann sprechen wir bestimmt nochmal über Fallenjagd, weil es gibt tatsächlich Situationen, aus meiner Sicht, wo man um die Fallenjagd vielleicht gar nicht herumkommt. Hashtag Raccoon, also Waschbären. Hier, Atevi, Eva schreibt nämlich, ich glaube, ich könnte nicht mal mehr Fleisch essen, das Einzige sind noch Eier von meinen eigenen Hühnern. Mache ich ja genauso. Also, ne, ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe. Das mit Alena dürfte eins der letzten Male gewesen sein. Und Eier von Hühnern esse ich nur, aber auch sehr, sehr super selten, weil ich da habe ich, es gibt 6 Hühner, die ich persönlich kenne und die auf einem Hof leben, wo sie das machen dürfen, was sie so machen. Leider ist der Hahn vom Habicht geholt worden, weil er seine Hühner verteidigt hat. Aber die Hühner gibt es noch, die legen regelmäßig riesige Eier und da esse ich ab und zu mal eins. Damit komme ich persönlich klar. Aber aus der Drückjagd würde ich mich gern distanzieren. Aber erfährt man das immer? Das verstehe ich nicht. Ja, die Drückjagd, die ist hart. Aber ganz ehrlich, und das ist so die Frage, das sind so Fragen, über die man wirklich sprechen muss. Stellt euch vor, ihr seid ein Weinbergbesitzer, ein Landwirt. Sind ja auch Landwirte, mehr oder weniger, ne? Du hast Angestellte, du hast Auflagen zu erfüllen von Kultur bis Weinabnahmelieferanten, wie auch immer. Du musst Wein anbauen und dann kommen 100 Wildschweine und zerballern dir den Weinberg. Wildschweine sind nicht vom Aussterben bedroht und so weiter. Und es gibt einen Jagdpächter oder einen Jäger dort in diesem Gebiet und der ist verantwortlich für die Bejagung dieser Schweine. Und du kannst jetzt nicht dich jede Nacht hinsetzen, die können sich dort gut verstecken, in den Brombeerhecken und so, die dazwischen sind. Dann ist eine Drückjagd vermutlich jetzt aus meiner Anfangsjägersicht der einzige Weg,
den Schweinen quasi Herr zu werden. Wenn du sie in Ruhe lassen würdest, wären aus 100 ganz schnell 200 und das greift auf die anderen Weinberge übrig. Insofern kann ich den Pain der Landwirte total nachvollziehen, 100%, weil es eben eine Kulturlandschaft ist und keine Wildnis. Im Fall der Jagd muss man sich in ganz, ganz viele Perspektiven hineinversetzen, ne? Das merkt ihr schon. Dann kannst du deinen Weinberg immer noch einzäunen, wenn das praktikabel wäre und finanziell darstellbar. Aber glaubt mal nicht, dass Zäune immer Schweine abhalten. Wir werden uns noch im Rahmen dieser Jagdserie mit Zäunen beschäftigen, insbesondere beim Wolf. Da werde ich euch Videos zeigen, die ich gesehen habe, ich konnte es selber kaum glauben. Das war so krass, was Tiere überwinden können. Ich habe es jetzt auch in Brasilien gerade gesehen, was Wildtiere auf landwirtschaftlichen Flächen für Zäune überwinden können. Das denkst du gar nicht. Das ist so krass. Aber was ist mit der Jagd auf Steinböcke, Luchse, Wilderei im Nationalpark Bayerischer Wald und Füchse? Aus meiner Sicht unacceptable. Also man braucht Tiere, gerade wie Luchse, ich nehme jetzt mal Luchse als Ausnahme, oder Steinböcke, aus meiner Sicht müssen nicht bejagt werden. Aber nochmal, ich bin kein Jagdexperte. Das ist nur meine biologische Sicht, meine Naturfotografensicht. Und auch, das ist regional abhängig, das ist abhängig von der Bestandsgröße in einem gewissen Gebiet. Und nochmal immer im Hinterkopf behalten, Kulturlandschaft versus Wildnis. Ne? Ganz am Anfang des Films warst du auf einem Hochsitz und dein Partner hat auf Wild gewartet. Das war mit Samuel Golter. Wie wäre das gewesen, wenn er Wild getötet hätte neben dir? Traurig. Ihr habt es ja vielleicht auch gesehen, dass in dem Film, in dem Jagdfilm gehört es ja auch dazu, dass man das Ereignis, das Töten eines Tieres natürlich zeigt. Und einer der Hunter Brothers hat ein Dammwildkalb geschossen. Was sie dort aber machen müssen, aus ihrer Sicht, in ihrem Gebiet, aufgrund von Bestandsregulationen, es ist Wildbret, es wird verwertet, es war schon bestellt. Und das war für mich innerhalb dieses Jagdfilms vermutlich die emotionalste Szene. Neben auch der Drückjagd und der Schliefenanlage und so weiter, da waren ganz viele Emotionen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, der Jagdfilm hat mich über anderthalb Jahre psychisch hochgradig belastet. Nicht nur Undercover-Jagdausbildung drehen, aufnehmen, machen. Und es ist eine so umfangreiche Ausbildung. Neben meinen vielen Jobs noch den Jagdschein zu machen, war so aufwendig und so psychisch belastend. Dazu tote Tiere, mit Menschen sprechen, deren Meinung ich überhaupt nicht habe, mit Tierschützern losgehen und Dinge im Wald finden von Wilderern, sich mit diesen ganzen Thematiken zu beschäftigen, einzulesen, keine Fehler zu machen, das war hochgradig psychisch anspruchsvoll. Das ist nicht irgendwo hingehen und ein kleines Filmchen drehen und ein bisschen die GoPro draufhalten und mal ein bisschen in die Kamera quatschen oder schöne Wildtiere filmen. Das war psychisch wirklich, es war für mich der emotional belastendste Film, den ich bis jetzt gemacht habe. Schlimmer als andere Sachen, die ich so auf der Welt gedreht habe. Einfach, es war auch sehr lang, es waren sehr viele Drehs. Das war nicht einfach. Und hätte Samuel ein Reh geschossen, das wäre traurig gewesen. Ich war super traurig, als das Dammkalb da vor mir lag und ich zum ersten Mal dabei war, dass ein Säugetier erschossen wurde. Das war für mich hoch emotional und auch übrigens für die Hunter Brothers und für mein ganzes Team. Ihr dürft ja nicht vergessen, ich bin ja nicht alleine. Da ist auch eine Paula als Regisseurin dabei, die eine super tierliebe Person ist. Die Kameramänner, das hat auch die alle schwer mitgenommen. Das erlebst du ja auch nicht jeden Tag. Und das kleine Dammkalb da liegen zu sehen, das ist so groß gewesen wie meine Hündin, die Bina. Das war warm. Das habe ich noch vorher gefilmt beim Esen mit der Mutter. Das ist eine hochemotionale Situation für mich als Tierschützer. Natürlich würde ich jetzt da sagen, das hat mir nichts ausgemacht. Würde ich lügen. Und ich bin natürlich, habe versucht, in der Situation professionell zu sein. Aber ich habe auch hinterher geweint. So, weil mir das zu viel war. Ganz einfach. Frage ich mich auch, gab es überhaupt keinen Grund, sie zu töten? Naja doch, Bestandsregulierung und Wildbret, also der Eigenfleischbedarf. Es gab aus der Sicht des Jägers einen Grund, dieses Tier zu töten. Ja, die Hunter Brothers fand ich trotzdem krass. Ja, die Hunter Brothers sind auch krasse Menschen. Wir können mal mit denen Stream machen. Wir können die mal, dann könnt ihr mal alle eure Fragen stellen. Die sind für alles offen. Und ich muss sagen, an dieser Stelle, unterschätzt auch nicht, wie mutig das war, mich mitzunehmen. Einen, im Prinzip ja, ich würde mich jetzt nicht als radikalen Tierrechtler oder radikalen Tierschützer, ich bin ja immer noch ein Biologe und versuche weltoffen an solche Themen ranzugehen, um die zu vermitteln. Ich halte dann immer schön meine Arschbacke hin, dass die Kommentare ordentlich draufklatschen können. Aber ich mache ja solche Filme, das war ja meine eigene Idee, damit dieses Thema in die Öffentlichkeit kommt, damit wir darüber reden. Und die Hunter Brothers sind nicht Jäger, die irgendwo im Versteckten irgendwas geheimnisvoll alleine zurückgezogen machen, sondern es sind Menschen in der Öffentlichkeit, die Jagd in die Öffentlichkeit bringen, die auch sagen, ja, wir schießen auch mal schlecht, ich erwische ein Tier mal nicht richtig gut oder ich mache das, weil ich gerne Fleisch esse. Die sind ja wenigstens ehrlich.
Da gibt es ganz andere Leute, die unehrlich sind. Man muss die nicht gut finden. Man muss nicht gut finden, was sie machen. Ich bin auch kein Freund des Catch-and-Release-Angelns oder der Trophäenjagd. Das wisst ihr auch. Man muss die nicht gut finden. Aber nichtsdestotrotz sind es ehrliche Menschen. Und das weiß ich zu schätzen. Und ich fand es unglaublich mutig, dass sie sich meiner Interviewanfrage gestellt haben. Das, ne, darf man nicht unterschätzen. Konnte ich etwas Schwäbisch von Samuel lernen? Helen. Ja, der schwätzt immer Schwäbisch. Wir haben immer noch einen regen Austausch. Der Samuel, der schwätzt immer Schwäbisch. Das finde ich ganz witzig. Das mag ich, ist irgendwie sympathisch. Ah, interessante Frage. Könnte man Schweine nicht durch Lärm fernhalten? Ich sage euch eins. Schweine sind intelligenter als Hunde. Ja? Und insbesondere Wildschweine und insbesondere Bachen. Beschäftigt euch mal mit dem Thema Wildschwein. Ich finde die ja so faszinierend und sie sind so unfassbar intelligent. Und ein befreundeter Wildtierfotograf, der ein sehr guter Wildtierfotograf ist, der alles vor die Linse kriegt, versucht die seit 10 Jahren zu fotografieren und kriegt die nicht, weil sie eben so unfassbar intelligent sind und den Menschen meiden. Guck mal, das ist so eine Frage, die kann man gar nicht beantworten. Ab wann braucht man Bestandsregulierung? Ja, bei welchem Tier? In welcher Region? Die Jagd ist mit keiner einzigen Frage pauschal zu beantworten. Punkt. In einigen Themen habe ich persönlich eine sehr, sehr strikte Meinung. Ich bin komplett gegen die Trophäenjagd. Ich persönlich sehe überhaupt keinen Grund für die Fuchsjagd, aber auch da gibt es ja Freunde von mir, die das trotzdem machen, die aber trotzdem Freunde von mir sind, weil nicht jeder Mensch ist perfekt. Also müsst ihr mal bei euch zu Hause überlegen, ihr habt ja auch nicht nur im Freundeskreis Menschen, die euch 100% zustimmen. Und für mich als Mensch, der nun in den Medien steht und Filme macht und Bücher schreibt und so weiter, habe ich ja sowieso nicht nur mit Freunden zu tun. Dann kann ich ja nichts, über nichts schreiben oder über nichts Filme machen. Ich habe ja auch Menschen, mit denen ich in den Diskurs gehe. Ne? Der Film war für mich emotional sehr schwierig anzusehen. Das glaube ich. Ja, das glaube ich, aber es gehört dazu. Ich finde, die Wahrheit gehört dazu und dass das nicht irgendwo im Verborgenen stattfindet. Bei den Hunter Brothers habe ich den Respekt vor dem Tier gefühlt. Bei der Drückjagd schwierig. Ja, ich tue mich auch schwer mit der Drückjagd, aber auch da, ne, an den Herrn Quint, riesen Respekt, dass sie mich bei so einer Nummer mitgemacht haben, wo ja eben auch immer, weil viel schief geht, da war auch nicht jedes Tier perfekt geschossen und das sehe ich dann natürlich auch als in der Ausbildung befindlicher Jäger quasi. Ne? Also nochmal, um das zu verstehen, ich besitze einen Jagdschein, das macht mich noch lange, lange nicht zu einem Jäger. Davon bin ich ganz weit entfernt. Ich beschäftige mich aber mit der Thematik und wir haben im ersten Video ja schon darüber gesprochen, warum ich es persönlich gut finde, einen Jagdschein zu besitzen. Und alleine von der, ich weiß jetzt, worüber ich spreche, also von der Credibility, um darüber reden zu können, was es bedeutet, die Ausbildung und so weiter und was ich damit in der Zukunft vorhabe. Da werden wir drüber sprechen, aber ich habe es ja schon mal angeteasert. Macht dir Schießen Spaß, Robert? Ja, sehr. Ich liebe Schießen. Ich finde es wirklich, macht mir großen Spaß. Ich gehe auch demnächst wieder schießen. Hat mir aber schon immer Spaß gemacht. Mit Pfeil und Bogen und ich habe es euch ja schon mal in einem anderen Video erzählt, ich wurde schon als Kind der böse Überfaller genannt. Viele finden jetzt nichts Schönes am Schießen, aber mir macht es Spaß. Aus sportlicher Sicht, aus trefferlicher Sicht, aus, weiß ich nicht, es ist einfach, es macht mir Spaß. Wirst du deinen Schein verlängern? Ja, werde ich. Mit welcher App hast du für deinen Jagdschein gelernt? Wie hieß die? Das war so ein Bulle, so ein Stier. Habe ich schon wieder vergessen, seht ihr? Ich habe für den Jagdschein ganz, ganz viel online auch gelernt, zusätzlich zur Präsenzausbildung. Aber es war so ein Bullending. Der Bulle war das, das ist so eine Lern-App für ganz verschiedene, unterschiedliche Scheine. Ich hatte das auch schon beim SKS, beim Sportküstenschifferschein, habe ich dieselbe App verwendet. Wie hieß die denn? Wisst ihr das auswendig? Ah, verdammt. Ich guck mal kurz nach, vielleicht fällt es mir ein. Ich habe sie schon wieder gelöscht, weil ich sie dann natürlich brauche. Ich guck mal kurz im App Store. Büffeln.net. Nicht ein Bulle, es war ein Büffel. Büffeln.net. Und das Geile war, entweder war es dieselbe App oder so ähnlich beim Sportküstenschifferschein. Fand ich schon gut, weil man beantwortet die Fragen, man macht sich durch die Themengebiete, man sieht, wie viel man schon kann. Die Fragen, die man nicht kann, werden immer wieder wiederholt. Und in Zusammenhang mit dem Online-Kursen, wo ich wirklich, boah, ich weiß nicht, das waren 120 Stunden Videos, die ich mir angeguckt habe. Du musst ja jeden Jagdhund kennen. Du musst das Waffenrecht perfekt kennen. Also es ist sehr, sehr umfangreich und die ganzen Themengebiete sind extrem umfangreich. Dazu die Präsenzausbildung, das kam mir im Film auch zu kurz, wurde mir zu wischiwaschi dargestellt. Das war viel länger, als ihr davon gesehen habt, tatsächlich. Die Waffenausbildung, 4 Tage lang, Handling an der Waffe, Einzelkurs, One-on-One, jeden Tag, den ganzen Tag, Ausbildung. Ich hatte vielleicht schon ein bisschen Vorbildung, wer weiß das so genau. Und natürlich mein Bio-Studium mit Wildtierbiologie, meine Arbeit als Naturschützer und damit verbunden die Gesetzesgrundlage für Naturschutzgesetze in Deutschland. Das hat mich letztendlich zum Jagdschein befähigt. Und es ist nicht so, dass ich den in ein paar Wochen gemacht habe, es hat schon Monate gedauert. Und jeder, der das
ich halte es auch für unmöglich, das innerhalb von Wochen zu machen. Wie ging es Paula beim Absolvieren der Jagdausbildung? Ah, genau, das ist ein guter Punkt, das kam ja im Film auch noch nicht so richtig raus. Paula, meine Regisseurin, die habe ich ja auch gezwungen, den Jagdschein zu machen, ohne Vorbereitung, um zu gucken, weil die Aussage von einigen Tierrechtlern war ja, man kann sich den Jagdschein kaufen, da kommst du auch durch, selbst wenn du nichts weißt. Und Paula hat Veterinärmedizin studiert, ein Kulturjournalismusstudium absolviert, beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Tieren, macht Natur- und Tierfilme. Die hat richtig Plan, auch von Jagd und so weiter. Die hat kläglich versagt in der schriftlichen Prüfung, da war die schon an Tag 1. Die hat sehr gut geschossen, ich glaube in einer Disziplin sogar besser als ich, obwohl sie keine Ahnung davon hat. Was zeigt, dass ich ein sehr schlechter Schütze bin? Weiß ich nicht. Nein, oder sie einfach sehr gut? Keine Ahnung. Nee, die hat ein Talent dafür und also kommt ihr nicht quer. Und hat schriftlich aber sofort versagt, weil da fliegst du sofort raus, wenn du die ganzen Gesetze und so weiter nicht kennst. Keine Chance. Also das war unmöglich, was ja gut war, weil das zeigt, dass es eben doch fundiertes Wissen braucht, um da heranzugehen. Ja, ich finde es gut, dass alle Seiten beleuchtet werden, aber ich kann mich einfach nicht damit anfreunden, auf Tiere zu schießen. Ich auch nicht. Ich find das auch blöd. Aber wir haben ja schon im ersten Video zur Jagd darüber gesprochen, warum das vielleicht in meinem Fall doch irgendwann passieren wird. Nicht zum eigenen Nahrungserwerb, aber vielleicht aus anderen Gründen. Hattest du geplant, vor und nach dem Jagdfilm zu streamen? Ja, ich wollte unbedingt einmal vorher eure Meinung und jetzt hinterher. Weil jetzt ist die Meinung, wie ich aus dem Chat schon mitnehmen kann, tatsächlich ein bisschen differenzierter. Ne? Also ihr seht das, ihr seid jetzt schon etwas offener dem Thema gegenüber eingestellt oder ihr seid in eurer Meinung, vegetarisch oder vegan zu leben, noch sogar bestärkt. Oder ihr habt vielleicht sogar noch mehr Abneigung gegen die Jagd als ohnehin schon. Wichtig ist aber, dass man sich mit dem Thema ausführlich auseinandersetzt. Ja? Szene mit der Katze? Hart. I know. Die Szene mit der Katze war schwierig. Ja, auch für mich zum Anschauen und für alle Jäger. Und ich habe alle Jäger, mit denen ich los war, denen habe ich die Szene gezeigt und alle haben sie härtestens verurteilt. Genauso wie die Szene mit dem Schwein, die von Peter und Soko Tierschutz angezeigt wurden. Katastrophe. Geht gar nicht. Ist die Prüfungskommission immer da oder nur bei der Erstprüfung? Die Erstprüfung war schriftlich, da sitzt natürlich eine riesen Prüfungskommission vor dir. Aber auch natürlich bei allen anderen Prüfungen. Du gehst ja dann in die Waffenhandlingsprüfung und ins Schießen, da ist die Prüfungskommission da und die Prüfungskommission nimmt dich in der mündlichen Prüfung so richtig krass auseinander. Und zwar so richtig krass. Selbst mich haben die hardcore auseinandergenommen. Ich dachte, die schonen mich ein bisschen. Ich habe mit meiner sympathischen Art geglänzt und als Biologe, aber alter Schwede, ey. Aber am Ende, und das fand ich sehr nett, hat die Hauptprüferin gesagt, Herr Lehmann, das hat richtig Spaß gemacht mit Ihnen. Weil wir haben auch ein bisschen gescherzt. Ich habe ein paar andere Blickwinkel, als es um Seuchen ging, gehabt als Biologe und so. Das war, die Prüfung insgesamt war sehr, sehr schwer, sehr, sehr nervenaufreibend. Aber sie hat mir viel Spaß gemacht, weil ich habe sehr viel gelernt. Ich konnte extrem viel vertiefen über Natur- und Tierschutz und gerade über Wildtierbiologie und natürlich auch die Waffenkunde und die Gesetzeskunde und so weiter. Das ist mir schon sehr wichtig. Und ihr wisst es von mir, ich liebe es, mein Skillset zu erweitern und mehr und mehr Scheine zu machen. Ich bin ja so ein richtiger Scheinsammler. Ich mache das aber nicht, weil ich so gerne mir Scheine hinstelle, sondern es ist eine coole Befähigung, einen Sportküstenschifferschein zu besitzen oder einen Tauchschein für Höhlentauchen oder keine Ahnung, was auch immer, einen Anhängerführerschein oder eben einen Jagdschein, einen Angelschein, was weiß ich. Das hat was damit zu tun, ja, ich bilde mich gerne weiter. Ich kreiere gerne mehr Gehirnbindung. Und ihr wisst, dass ich ich lerne einfach gerne, das mache ich einfach gerne. So, hättest du ein verletztes und leidendes Tier während des Drehs gesehen, hättest du es erschossen, hätte ich gar nicht gedurft. Hab keinen Jagdschein, hatte keine Waffe. Ihr habt wirklich viele Fragen. Die Szene mit dem Wildschwein, ja, Xanax. Bei der Drückjagd, so oder dabei zu sein, wie die Schweine erlegt werden und auch die toten Schweine, das hat mich, boah, das war sowieso, die Drückjagd war sehr, sehr anstrengend. Ich hatte drei Kameramänner dabei, innerhalb der ersten 10 Minuten alle drei verloren und dann nur noch mit dem Handy gefilmt. Ne? Die ganze Drückjagd ist von mir gefilmt, im Prinzip komplett nur noch mit dem Handy, bis dann am Ende die Schweine aufgebrochen werden, das dann wieder mit den Kameramännern. Zu krass, zu anstrengend, zu schnell, keine Chance, dass die hinterher kamen. Drei Kameramänner verloren, auch hart, ne? Kannte dich jemand von der Prüfungskommission? Helen Schulz, gute Frage. Nein, die Prüfungskommission kannte mich, soweit ich weiß, nicht. Aber einige Prüflinge haben mich dann doch letztendlich erkannt. Hast du den Schein gemacht, weil du ein Waldstück kaufen wirst? Ich will nicht sagen, ich besitze schon ein Waldstück, aber vielleicht besitze ich schon ein Waldstück, wo ich auch ganz viele Bäume drauf gepflanzt habe. Und vielleicht jage ich da auf gar keinen Fall. Wer weiß das schon? Wer weiß sowas schon genau? Valente, und es ist schön, in verschiedene Perspektiven einzutauchen. Das finde ich eben auch. Also es war mir sehr wichtig, gerade bei dem Jagdfilm,
Und gerade bei, weil ja immer wieder Stimmen laut werden, ja, man kann sich den Jagdschein kaufen und das sei super einfach und man muss nur genügend Geld zu bezahlen. Also ich habe, glaube ich, insgesamt, ich weiß es jetzt nicht genau, ich überschlagen 10.000 Euro bezahlt dafür, ne? Weil Schnellkurs, Crashkurs, One-on-One und so weiter, du kannst dir den nicht kaufen. Also wie willst du schummeln? Wie willst du vor der Prüfungskommission schummeln? Du kannst nicht einen Umschlag rüberreichen bei einer staatlichen Prüfungskommission, sagen, machen Sie, drücken Sie heute mal ein Auge zu oder du lässt jemand anders für dich schießen oder schreiben oder... Und du sitzt ja wirklich vor einer riesigen Prüfungskommission. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren. Ich müsste 7 Prüfer oder so. Andere Prüflinge, Jagdschulen, Inhaber Dennis Lorenz, Grüße gehen raus. Von bis. Also du hast gar keine Chance zu bescheißen. Ne? Haben du und Friedrich im Nachhinein noch erfahren, was mit der Knüppelanlage passiert ist? Helen, du stellst ja gute Fragen übrigens. Wir können Friedrich nochmal in einem Stream vielleicht anrufen. Kommt demnächst vielleicht sowieso ein Film auf diesem Kanal mit Friedrich? Heute kriege ich die erste Version gleich. Ich habe bestimmt schon eine E-Mail im Posteingang mit Version 1. Gucken wir mal. Film mit Friedrich kommt, weil ich war einige Male noch mit ihm unterwegs. Okay, sind Schliefenanlagen jetzt für die Drückjagd oder für die Baujagd? Okay, pass auf. Also, Schliefenanlagen gibt es in Deutschland. Es sind Ausbildungsanlagen für Jagdhunde. Das heißt, wenn man einen Jagdhund hat, den man wirklich jagdlich einsetzt, zum Beispiel einen Tackle, also einen Dackel oder einen Terrier, also die zur Baujagd, Dachse, Füchse und so weiter, gemacht sind. Das sind ja keine Gesellschaftshunde oder keine Vorstehhunde oder was auch immer für Hunde oder Hütehunde oder so, sondern es sind wirklich Jagdhunde, die dafür gemacht wurden, Tiere zu jagen, in Bauen. Dann müssen die ausgebildet werden, sagen die Jagdhund-Baujagd-Leute. Und eine Schliefenanlage ist im Prinzip ein künstlicher Fuchsbau, müsst ihr euch vorstellen. Gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, die Indoor, Outdoor, da gibt es alles Mögliche, wo Füchse gehalten werden, dann wird der Fuchs in diese Schliefenanlage gesteckt und der Hund hinterhergehetzt. Soweit ich das weiß, hat der Hund niemals Kontakt zum Fuchs. Es wird immer ein Schieber dazwischen gesetzt, sodass dem Fuchs im Prinzip nichts passieren kann, weil du brauchst ihn dann noch für die anderen Hunde. Und die Schliefenanlagen-Leute sagen, der Fuchs hat ja nur, also das geht bis zu einem Stresslevel, was noch für den Fuchs okay ist. Wo ich sage, warte mal, ein Raubtier hetzt ein anderes Tier durch einen engen künstlichen Tunnel und der kann ja nicht wegflüchten. Das finde ich persönlich höchst bedenklich. Die Baujagdjäger sagen, das müssen wir aber machen, um die Hunde auszubilden. Das ist schon, da tue ich mich persönlich schwer mit. Ich kenne auch einige Jäger, die das sagen, geht gar nicht. Ich kenne auch andere Jäger, die sagen, das muss man unbedingt machen. Alle Tierrechtler verurteilen das hart. Und ich würde auch sagen, Schliefenanlagen, absolutes No-Go. Finde ich beschissen. Punkt. Wie kommen die Füchse denn dahin? Vorher gefangen, zum Beispiel, in einer Falle und dann dafür genutzt. Und das vielleicht über Monate. Oder über Jahre. Wie geil kann sowas für einen Fuchs sein? Ne? Wie gesagt, einer der Gewinner von meinen 1.000 Euro vom Projekt Padawan macht doch einen Film über die Fuchsjagd. Den gucken wir uns dann an. Wie lang ist der Dreh her und würdest du das heute nochmal mitmachen? Ja, also der Dreh, wann haben wir angefangen zu drehen? Irgendwie sowas wie ich weiß nicht mal mehr, wann der erste Dreh war. War der erste Dreh mit Alena? Keine Ahnung, aber ich würde sagen, vor 15 Monaten oder so war der erste Dreh. Sowas wie anderthalb Jahre hat das ganze Ding gedauert. Würde ich es nochmal machen? Ja. Ich würde heute natürlich aus der heutigen Sicht einige Sachen anders machen, aber hinterher bist du ja immer schlauer. Und nochmal, wir werden uns noch ausführlich mit dem Thema Jagd und all ihren Facetten beschäftigen, weil es einfach so unfassbar umfangreich ist. Und auch nochmal die Leute vielleicht richtig zu Wort kommen lassen, wo du im Fernsehen gar keine Chance dazu hast. Ne? Hast du den tierischen Geruch eigentlich auch gerochen, als Samuel davon gesprochen hat? Ja, du riechst Schweine, riechst du auf jeden Fall, die riechen wie Maggi, wenn irgendwo Schweine am Start sind. Und Raubtiere rieche ich persönlich relativ zügig, du riechst auch aus dem Auto sogar. Du riechst einige Wildtiere sehr. Also wer draußen unterwegs ist, der kennt das sowieso. Was ich aber noch viel spannender finde als die Gerüche, die natürlich auch dazu gehören, finde ich das Fährtenlesen. Also ich liebe es und das mache ich auf der ganzen Welt, habe ich jetzt in Brasilien wieder viel gemacht. Da waren auch Fährten dabei, die ich noch nie gesehen habe, super geil. Aber ich habe dann immer Leute dabei, die mir sowas erklären können. Finde ich super spannend. Und was man daraus lesen kann und auch aus den Losungen, also aus den aus der Kacke, finde ich alles sehr, sehr spannend. Wenn du noch ein Wildtier sehen könntest, bevor du stirbst, welches wäre es? Weißer Hai. Wird aber selten von Jägern bejagt. Außer von Haijägern. Na dann, lassen wir es mal dabei. Wie gesagt, wir beschäftigen uns zum Thema Jagd noch in einigen Sachen. Wir holen mal Leute dazu. Aber erstmal fand ich es sehr, sehr spannend, ihr habt unfassbar viele Fragen. Ich könnte dieses Q&A jetzt ausdehnen bis zum Get-Now. Aber das ist doch erstmal, schaut den Jagdfilm, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Schaut euch das erste Video zur Jagd an hier auf dem Kanal. Und
Beschäftigt euch mit dem Thema, seid nicht vorverurteilen, seid immer nett zueinander, geht da in den Diskurs, in die Diskussion, hetzt nicht. Und es ist ein Thema, was einfach einer Beschäftigung damit bedarf. Es ist nicht schwarz-weiß und ihr könnt nicht sagen, ha, Klimawandel finde ich blöd, kann ich was dagegen tun. Bei der Jagd ist es einfach zu komplex, okay? Und ich nehme euch natürlich mit auf meine persönliche Reise zu diesem Thema, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren dazu entwickeln wird, ja? Okay. Goodie. In diesem Sinne, Waldmannsheil.